Der Frederik aus Bern, aus der schönen Schweiz, hat mir dieses schiere Ding, oder sagen wir es andersrum, ich fange nochmal von vorne an. Der Frederik aus Bern, aus der schönen Schweiz, hat mir dieses Messer hier geschickt und gemeint, Reini, du magst das ja mit den Löchern in letzter Zeit, mit den Messerlöchern, ja, zum Reingreifen anscheinend so gerne. Ich schicke dir etwas und das wird dir doch sicher gefallen. Frederik, das ist zwar sehr nett. Ja, schau dir das Video an. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop für Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Dieses D2 Stahlmesser gibt es übrigens auch auf Amazon. Dort hat das nämlich auch mir direkt schicken lassen, so als Geschenksoption. Das habe ich extrem nett gefunden, sehr, sehr nett. Auf jeden Fall ist es ein Kubel-Messer. Und er hat in seinem E-Mail, das ich jetzt nicht vorlesen mag, weil es einfach zu lang ist, aber ich sag's mal so im Groben gemeint, Reini, du zeigst in letzter Zeit so oft Messer her mit irgendwelchen Griffvarianten in der Art und Weise und sagst, dass das gar nicht mal so schlecht ist und ich möchte dir zeigen, dass du falsch liegst, Reini. Und ja, du hast recht, diese Art von Messer hier, das hier, das ist, ja, ich glaube, dass das auch einen anderen Hintergrund hat, aber alles der Reihe nach. Dieses Messer hier schaut so aus. Also ich weiß nicht, es schaut so aus, wie wenn der Konstrukteur besoffen gewesen wäre, ja, und einfach nur alles so doppelt gesehen hätte. Fürchterlich, echt fürchterlich. Jetzt könnte man vorstellen, okay, dass man das so hält, dass man hier vorne eine aggressive Klinge hat und hier hinten einen aggressiven Ding, Dorn zum, du weißt schon, ja. Aber ich weiß nicht, ich bin halt nicht unbedingt der Spezialist diesbezüglich, ja, möchte ich auch dazu sagen. Versuche mich da jetzt weiterzubilden, was diese Sorte von Messern betrifft, ja, aber ich weiß nicht, also, ja, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wo das Sinn macht, denn alles andere ist ein Schaß, wirklich, ist echt ein Schaß. Also wenn du jetzt was schneiden wolltest, ja, Holz zum Beispiel, nehmen wir das her, oder etwas anderes, festeres, du hast einfach keinen Grip, ja, also du hast schon Grip, ja, aber das Messer ist so dimensioniert und gemacht und von den Proportionen, dass es einfach keinen Spaß macht. Dann das nächste, was irgendwie eigenartig ist, das ist der Griff selber. Schau her, da sind da so komische Rillen drin. Ja, die sind sicher auch dafür da, damit wenn man das Messer zieht, dass man richtig guten Grip hat. Ja, und ich glaube, dass das einfach ein Messer für ein Computerspiel ist. Ja. Wie gesagt, ich kann mir das schon vorstellen, ja, dass man jetzt zum Beispiel hier diesen Dorn zur Verfügung hat und gleichzeitig die Klinge, das mag schon sein, aber ich weiß nicht. Es ist auch relativ schwer und es ist auch nichts, was ich jetzt so ganz locker im, wie heißt das, glaube ich, Concealed Carry, also einfach so verdeckt tragen kann. Ich meine, jetzt schau mal her, okay, ich bin ein blader Kerl, gebe ich zu, das gebe ich zu, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, auch wenn du ein schlanker Adonis bist oder eine Adonia, wie auch immer. Wie auch immer. Schau mal hier, jetzt gehen wir das da so unter das Hemd. Egal wo du es trägst, ob an dieser Position oder weiter unten, das ist vollkommen egal. Ja. Der Punkt dabei ist, also das kann man nicht wirklich verdeckt tragen. Das ist einfach viel zu groß. Das heißt, dann müsste man es unverdeckt. Oh, ich habe Haut gezeigt. Jetzt könnte man es nur offen tragen und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das unabhängig jetzt, ich weiß nicht, ob das in Deutschland 42a konform ist, das weiß ich nicht, aber was definitiv real ist, auch in Österreich, also Erregung öffentlichen Ärgernisses, das kann ich hier trotz alledem erzeugen, denn das Ding ist halt schon ziemlich auffällig. Also, meiner persönlichen Meinung nach ist das eine Spielerei. Ja, ist einfach eine Spielerei und es ist ganz lieb und es ist ganz nett und warum auch nicht. Und ist das jetzt Kubutan-like oder nicht? Vielleicht hast du da Wissen dazu. Bitte, wenn du jetzt was schreibst dazu, dann bitte schreibst du hin, ich weiß Doppelpunkt und schreibst das hin oder ich vermute Doppelpunkt. Ja. Ist das jetzt, weil es diesen Ring hat, automatisch ein Kubutan, der unter das Führungsverbot fällt oder nicht? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Übrigens, ich bin hier auf einem eingefriedeten Privatgrundstück auf Waldurlaub.at. Ich darf das so oder so hier haben, aber in der auf der Straße trage ich so ein Blödsinn, also Blödsinn, so ein Ding sowieso nicht. Verarbeitung her ist durchaus in Ordnung, da gibt es einmal nichts zum Sempern, typischer Chinesen-Techlock, der ist auch in Ordnung. Also wir haben den selbst bei unserem Messer auch im Einsatz, also das funktioniert alles wirklich sehr, sehr gut, obwohl es, wie gesagt, nicht made in USA ist, sind die wirklich sehr, sehr nett, da gibt es mal überhaupt nichts. Die Keide gescheide ist auch
sehr solide gemacht, da gibt es nichts. Und das Messer selbst steckt auch gut drinnen. Ich meine, diese Kubi, Ruby, diese Aube und wie sie alle heißen, das ist ein und dasselbe. Nur halt andere Marken aus strategischen Gründen sicherlich gemacht. Amazon-Verkäufer, das ist deren Geschäft. Ist ja auch alles solide gemacht. Da gibt es auch nichts. Ja, da gibt es auch nichts. Ist auch so ein bisschen spiegelpoliert, gell? Und schau, ja, damit es gleich blitzt, wenn ich die Waffe ziehe. Aber mein Typ ist es auf jeden Fall nicht. So, jetzt habe ich lang erzählt. Jetzt ist deine Meinung gefragt. Nummer 1. Was hältst du davon? Gefällt es dir? Ich gebe da unten den Link auf Amazon. Kaufst du dir, wenn du magst. Wir haben es im Shop nicht, auch wenn ich es bekommen würde. Das kommt nicht in den Shop. Wie auch immer. Was ist da deine Meinung dazu? Wie siehst du das? Bist du auch der Meinung, dass das ein Kampfmesser ist? Wird das so kalten? Oder wird das so kalten? Oder manche sagen ja, die müssen so kalten werden. Ich weiß auch überhaupt nicht. Habe ich vor einiger Zeit ein Video gemacht. Auch zu einem, gebe da oben da bei mir den Link und unten. Das gehört nämlich so eingehängt. So trägt man so ab, dieses Messer. Sehr eigenartig, aber man lernt ja nie aus, wenn man es glaubt. Und die andere Frage ist, ist das hier Kubutan oder ist es nicht Kubutan? Macht dieser Ring etwas aus oder nicht? Schreib mal irgendwas. Daumen nach oben oder nach unten. Link zu den Produkten findet natürlich auch zu mir. Das war's. Abo da lassen. Da geht's zu mir in den Shop, zu irgendwelchen anderen Messern. Vielleicht willst du was anschauen. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Dein René Rossmann. Bis dann. Und Frederik aus Bern aus der schönen Schweiz. Ich danke dir.